Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht los mit RS4 Limo. Ihr habt es mitbekommen, 10.2. muss dieses Fahrzeug laufen. Ganz viele fragen schon, ob ich die Wette bereue. Nein, ich bereue sie nicht. A, ist es eine Spaßwette. B, ist es eine Motivationswette. Und C, ist es jetzt ja nicht so, dass wir jetzt hier von einem unlackierten, ungeschweißten Auto reden, sondern es ist ja schon nur noch so ein bisschen Förderfans. Ist nur ein Beigehen, würde ich es mal formulieren. Ich habe gesagt, auf der Messe war es mir alles zu laut, zu stressig, euch zu zeigen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Deswegen machen wir das jetzt hier einmal. Also, zur Messe. Folgende Sachen sind passiert. Erstens mal, ihr seht, ich habe die Bremse umgesteckt. Ich habe tatsächlich eine originale silberne drauf gesteckt. Ich weiß, das alte Auto hatte eine rote Bremse. Aber das war auch das alte Auto. Wir haben jetzt ein Vollcarbon-Auto. Und ich finde einfach, ich habe diese Bremse drauf gesteckt. Und beim ersten Blick dachte ich schon, brutal. Ich finde es aber geiler. Ich finde es deutlich stimmiger. Das Rot war mir zu dem Carbon einfach zu, es war too much. Dieses Carbon ist schon so prägnant, dass wenn jetzt auch noch die Bremse dazu so rot war, ich finde es so, ich finde so geil. So, Innenraum hat sich einiges getan. Ich hatte ja schon gesagt, hier kommt nur das Nötigste rein. Nur das Nötigste heißt nicht, dass es eine leere Bude ist, sondern nur das Nötigste. Aber natürlich, wie ihr es von unseren Autos kennt, muss es einfach geil werden. So, deswegen auch als allererstes, ich weiß, es ist konträr, was das Gewicht angeht, aber es musste leider Alcantara-Haltung mit rein. Ron hat nicht mit sich reden lassen, er sagte, Philipp, da muss Alcantara rein und zieht es euch rein. Das kann Ron einfach. Ist noch nicht eingestellt, keine Angst, weil ich muss es noch einmal mindestens rausnehmen. So ein bisschen Ambiente muss in so einem Auto immer sein. Deswegen auch hat Ron ganz schnell für den CRE-Shifter einen neuen Schaltknauf oben gedruckt und einen neuen Knauf gemacht. Und ich sag euch, mit dem Shifter hat Christian mich wirklich komplett weggehauen, weil alleine schon wie optisch der da drin sitzt, ist für mich, ich mag das immer nicht, wenn er so weit rausguckt, aber das Ding sitzt da für mich irgendwie so, ja, so gut drin, gefällt mir. Also gefällt mir wirklich perfekt, muss ich so sagen. Dann geht's hier weiter, wir haben schon im Innenraum ein bisschen weiter gemacht, natürlich müssen die ganzen Löcher zugemacht werden. Hier ist jetzt natürlich noch ein bisschen Dreck drin von der Messe. Die ganzen Löcher sind schon zu. Es ist, wie ihr sehen könnt, eins drin. Recaro hat jetzt wieder die Podiumlieferer. Neuer Lieferant für die Schalen. Nochmal geiler, wie ich finde. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Recaro Podiumsitz bekommen. Für mich einfach optisch. Zieht euch alleine mal das rein. So den Sitz mit den Carbontüren von innen und so. Ist für mich einfach, für mich gehört einfach der Sitz hier rein. Das war mir von der ersten Sekunde klar. Sitzkonsole, nicht Recaro, sondern Sitzkonsole von Animal Racing. Variante 1, da hatten wir letztes Jahr auf der Essen Motor Show, fällt mir dazu ein, hatten wir den Innenraum gescannt und er hat jetzt in den gescannten Innenraum diese Konsole rein konstruiert. Das heißt, wir haben eine Basis, wieder in 8 mm, so wie er das immer gerne hätte. Die Seiten in 5 mm, tierisch schwer, aber ich komme nicht drum herum, wegen Rennsport etc. Und da gehe ich jetzt auch noch nicht zu weit drauf ein, weil das kriegt ihr in späteren Videos. Da sind wir noch nicht fertig mit, auch mit Sitz und Gurt und alles. Aber ich wollte es euch nur einmal gezeigt haben. Recaro Podium, Animal Racing Konsole. Ganz kurz könnt ihr ja mal einen Blick auf den Tacho werfen. Ja, da hat Daniel nämlich auch was konstruiert. Das heißt, da ist ein anderes Display drin. Es wird nicht nur bei dem Display bleiben. Ich habe irgendwie bei dem Auto jetzt meine Liebe zu Displays entwickelt. Kriegt er auch später. Hier nochmal einmal von hinten. Weißt du, wenn du hier so einfilmst, klar, der Innenraum ist jetzt gerade noch ein bisschen zu leer, da kommt ja schon noch einiges rein, aber für mich einfach, ja, ist brutal. Ich finde es aber geil. Der ist einfach so, guck mal, alleine auch schon das schon wieder, dass selbst so dieser Faserverlauf von der Abdeckung fast zum Sitz passt. Fast schon wieder wie gewollt. Ne? Ja, ja, nee, finde ich geil. So, da haben wir nochmal schnell wieder einen Halter gebaut mit unseren neuesten Tools. So, dann müssen wir mal rumgehen. Das sind natürlich alles so Sachen, die ich euch lieb gerne zeigen würde, geht aber nicht, weil haben wir vor der Messe gemacht. Das heißt, Grundplatte einmal nach hinten abgekantet, dann wieder Löcher reingezogen, dann Rosetten reingezogen. Das geht übrigens doch mit dem Tool, zeigen wir euch später. Hier ein Blech gekantet, das ein Blech angeschweißt und hier sitzt jetzt unser geiler Öltank. Schon irgendwie schäffig, diesen riesen Öltank hier im Innenraum zu haben. Jetzt hatte ich sogar tatsächlich schon mal die witzige Idee. Das wäre allerdings so richtig behindert. Bin mir noch nicht ganz sicher mit einer Rücksitzbank. Aber ich fände es irgendwie schon optisch wieder witzig, hammerhart ein Loch in die Rücksitzbank zu machen. Dass wir da eine Rücksitzbank rüberstulpen und aus der Rücksitzbank nur dieser Tank rausguckt. Fände ich irgendwie schon wieder, weiß ich, habe irgendwie so drüber nachgedacht, wäre schon wieder irgendwie witzig.
So, eine Sache muss ich euch noch zeigen. Pass auf, film mal von hier rein, Tim. Ja. Hier kommt ja so ein schöner Deckel drauf. Wie geil ist bitte, dass man das Diff hier sieht. Alter. Habe ich auch nicht schlecht geguckt, als ich es eingebaut hatte, dass man da das Diff sieht. Toll. Ja, da kommt noch die Platte drauf. So viel schon mal zum Thema Innenraum. Das wird so... Also das Einzige, wo ich noch so ein bisschen drüber nachdenke, ist, es ist halt kein weißer Innenraum, sondern ein schwarz-matter Innenraum. Mal gucken, was man da noch so rausholen kann. Weil wir brauchen ja eh noch ein paar... Also einen Teppich will ich ungern reinlegen. Also nicht einen kompletten Teppich, aber ein bisschen wohnlich muss es schon werden. Siehe Armaturenbrett, Knauf, Lenkrad und so weiter. Aber lasst euch da überraschen, habt ein bisschen Vertrauen. Ich schwöre euch, am Ende werdet ihr das Ding irgendwo sehen. Ich mache den Innenraum auf und selbst da werdet ihr sagen, geil. So, jetzt, wo ich am allermeisten drauf stolz bin, ihr seht, die Haube ist zu. Die Haube ist zu. Klug. Und hier ist tatsächlich der finale Motor drin. Haben ganz viele auf der Messe schon gefragt. Warum geht die Haube jetzt zu? Ich habe auf euch gehört. Hab nochmal drüber nachgedacht und hab tatsächlich den ganzen Motor tiefer gesetzt. Der sitzt jetzt so ungefähr 3 cm tiefer. Kann jetzt auch nicht noch tiefer, weil jetzt sitzt er wirklich mit der Ölwanne gerade mit einem Spacer auf der Achse. Das heißt, die Höhe reicht aber. Wir haben jetzt hier genau noch ungefähr 1 cm. Das heißt, so wie es hier jetzt ist, wird der Motor später sitzen. Das heißt, in einem späteren Video werdet ihr sehen, wie wir Motor- und Getriebehalter bauen. Aber wir konnten jetzt schon mal anfangen mit Verrohrung links, rechts. Wie haben wir einen Tiefer bekommen? Ganz einfach, tiefer gesetzt und zusätzlich diese Spacer gebaut. Das heißt, die Drosselklappe sitzt nicht mehr hier dran, sondern wir konnten die Drosselklappe jetzt hier leicht runterdrehen auf beiden Seiten. Ganz viele auf der Messe haben gefragt, du, ist das nur gesteckt oder was habt ihr da gemacht? Nee, das ist tatsächlich, danke an der Stelle an Phil, mein Fräser des Vertrauens, der hat zwei Flansche gefräst und das haben wir reingesteckt und von innen verschweißt. Und dann hat das in Windeseile Alex Chromfabrik nochmal schnell luxiert. Das heißt, die Drosselklappen bleiben genau in der Position sitzen. Und jetzt als nächstes, um dieses Thema geht es jetzt in diesem Video, Ladeluftkühler. So, zum Einsatz kommen, ich hole sie mal, zum Einsatz kommen genauso wie bei der letzten Limo, Wagner, Competition, Evo 2 nennen die sicher, 120 mm tief, also dieser Kühler lebt von der Tiefe. Und der steht jetzt hier so drin. Normalerweise geht das Druckrohr hier durch. Tatsächlich durch dieses enge Stück, da wirst du wahrscheinlich nicht mal reinfüllen können. Nee. Hier zwischen geht das Druckrohr durch. Also der Ladeluftkühler liegt auf dem Träger drauf, vielleicht kannst du es von hier besser reinfüllen. Da geht normalerweise das Druckrohr durch. In unserem Fall jetzt nicht, weil wir gehen oben rüber. In diese Ecke kommt der Kühler. Ich zeige euch das Ganze später nochmal zerlegt. Artyom, der kranke Hund, hat tatsächlich die Halter in Carbon nachgebaut. Für mich bis heute unbeschreiblich. Dass er einfach diese Halter nachbaut. Da kommen jetzt die Kühler rein. Das heißt, ihr seht hier ungefähr die Verschraubung, hier der Kasten. Das heißt, der Kasten sitzt später in dem Bereich. Normalerweise würde man hier so durchgehen. Das fand ich gar nicht schön, lässt sich auch nicht umsetzen. Deswegen müssen wir jetzt diesen Kasten abändern, dass wir irgendwie hier rauskommen. Dass wir wirklich von hier nur noch mit einem Bogen auf den Kasten gehen. Dann kommt hier unten genauso wieder eine Vibrantschelle hin. Und hier haben wir übrigens auch geile Adapter von Drosselklappe auf Vibrant. Das heißt, hier diesen Kasten müssen wir bauen, dass wir so rauskommen. Ein Bogen, fertig. Und dann hier noch irgendwo brauchen wir ja noch einen Pop-Off. Das ist der Plan für dieses Video. Das heißt, irgendwie müssen wir von da auf den Kühler hier kommen. Aber ansonsten finde ich es schon schön geil. Wenn ihr hier so reinguckt, hier ist schon Batterie, Lightblocks, mit der Pumpe drin, Steuergerät und so ist da auch schon alles drin. Die Öffnung haben wir für den Kabelraum. Und was halt übelst geil ist, wie viel Platz hier hinten ist. Früher konnte man hier wirklich gar nichts sehen. Und jetzt ist hier tatsächlich mal so, dass man sogar die Turbolader sehen kann. Kamen tatsächlich einige auf der Messe an und meinten, boah, ist ja geil, dass man endlich mal die gefrästen Gehäuse da unten sieht. Die hat man nämlich vorher nie gesehen. Ja, okay, lange Rede. Ich bock das Auto auf, wir nehmen die Stoßstange ab, ich hänge die Kühler rein und dann müssen wir uns überlegen, wie wir den Kasten da bauen. Tom hat da schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar 89er Bögen, ein Y-Stück, weil wir können jetzt ja auch nicht einfach stumpf ihren Rohr drauf. Das ist flowtechnisch natürlich das Schlechteste, was er machen kann. Deswegen müssen wir irgendwie dieses Teil dafür
da drauf machen. Also das ist jetzt natürlich noch viel zu groß. Man wird das eher hier so irgendwo abschneiden und dann, ja, das da irgendwie so. Ich habe auch noch keine Idee, aber dafür sind wir ja da. Ein bisschen basteln, ein bisschen machen, ist ja eigentlich das, was ihr immer sehen wollt. Let's go. Also, gesagt, getan, ab. Na, jetzt haben wir mittlerweile schon wieder etliche Versionen durch. Solche Projekte leben einfach von der Erfahrung der einzelnen Person. Zwischenzeitlich, pass auf, warte mal. Ah, stimmt. Also, es hätte die Version gegeben, so einen Kasten zu bauen. Jetzt natürlich nicht plan so drauf, sondern den schon so ein bisschen schräg abschneiden. Dann hatten wir, das Problem ist allerdings, wir müssen ja mit unserem 76er Rohr da irgendwie dann drauf. Das war halt schwierig. Das Ganze soll ja vom Flow her auch noch einigermaßen in Ordnung sein. Dann hatten wir uns überlegt, alles klar, machen wir einfach nur 90 Grad Winkel. So. Den hätten wir in der Mitte eingeschnitten, kleines Dreieck rausgemacht und dann quasi wie so ein Dach. Hier mit Absicht von der Höhe her genauso, dass theoretisch 76 passt. Dann gefiel mir allerdings halt diese Bereiche links und rechts ja nicht so geil. Weil das, weißt du, man hätte dann hier jetzt die 76 drauf gehabt, aber das wäre irgendwie doof gewesen. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, wir können auch einfach gleich einfach nur einzelne Teile machen. So. Und jetzt können wir uns hier schön ein Häuschen rausbauen. Wie mit Fritz zu Hause immer. Ich hoffe, du erwartest nicht immer solche Vorarbeiten in Zukunft. Doch, jetzt schon. Also, warte, wir machen was einfach mal. Ich nehme ein Stück Kleber. So haben wir uns das gedacht. Alter, von innen. Ja, ich habe schon ein paar Mal zusammengeklebt, deswegen weiß ich, wie es am besten klebt. Vielleicht deine Seite? Ist egal. So. Hier ist die Vorarbeit nicht so geil. Ich muss ja ein bisschen anpassen. So. Ja. Okay. Erster Kommentar, den ich von jemandem bekommen habe, fand ich aber geil, ist jetzt so ein bisschen Stealth-Optik passt zu Dobler. Ne? Mhm. Wenn wir noch drei Dreiecke reingemacht hätten, wären wir da gewesen. So, und jetzt können wir dann am Ende hier schön genau 76 draufflanken und haben möglichst wenig Hohlraum auf der Rückseite. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr wärt die Luft und würdet aus dem Kühler rausströmen, strömt man von hier schön gegen, von da strömt man schön gegen, von da strömt man schön ins Loch rein. Nur die Bereiche hier links und rechts, die sind halt nicht ganz so geil. Aber da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Für einen Eigenbaukasten auf schnell hier finde ich das schon ziemlich geil. Jo. Also es gefällt mir auch schon so ganz gut. Dann bei sowas ist es immer gut, wenn man den Kasten abnehmen kann, weil wir wollen natürlich möglichst wenig Dreck im Netz haben. Das heißt, wir können das jetzt so komplett schweißen. Mhm. Du kannst das so schweißen. Innen und außen wahrscheinlich. Ja. Sollen wir mal gucken. Ladeluftkühlerkästen, ganz wichtig, immer 3 mm nehmen. Sonst knacken die irgendwann auf, haben wir ja auch schon mal gehabt. Und dann ganz am Ende wahrscheinlich noch einmal bei uns über den Bandschleifer beide Seiten ziehen. Und dann richtig schön hier, genau, hier schön drauf verschweißen. Dann kann man das Ganze noch ein bisschen anpassen in alle Richtungen. Und dann sitzt das so. Dann kann man das schön sauber machen, innen, außen verschleifen und gib ihm. Das heißt, erster Step ist von der Theorie her Kastenpunkten. Wobei, bevor wir das punkten, lass uns das Ding da mal einmal reinhalten, nicht, dass wir da komplett falsch sind. Ja. So sieht das Ganze dann hier im Fachzeug aus. Und da kommt dann hier noch ein Bogen drauf. Dann müssen wir ein ganz bisschen was vom Schlossdreher wegnehmen. Und dann kommen wir hier zur Drosselklappe. So, übertrieben gesehen. Ich glaube, noch ein bisschen weiter runter drehen kannst du, ne? So, irgendwie, ne? Ja, so. Muss man sich ein Hemd zurechtdrehen. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, dass die Seite vom Kasten ist weniger entscheidend wie der Eingang. Weil auf der Eingangsseite, hier kommt die warme Luft rein. Die Luft muss ja durch die Röhrchen. Das heißt, nur so wie die Luft in die Röhrchen reingeleitet wird, kann sie auf der anderen Seite logischerweise auch wieder rauskommen. Ja. Geiler Satz eigentlich, ne? So wie sie reinkommt, kann sie auch noch rauskommen. Das heißt, wenn von unten die Anströmung schon nicht perfekt ist, bringt es auch nichts, eine perfekte Ausströmung zu haben. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich an dem, deswegen ist eigentlich der Übergang wichtiger, glaube ich. Also der Übergang zu dem Rohr. Und den können wir so richtig schön von innen verschleifen und so weiter. Ja, okay. Ja, nee, dann lass uns erstmal würde ich sagen, weil du willst es eh, wenn dann ganz am Ende schweißen, also du willst erstmal den Kasten nur punkten, ne? Ja. Punkten, dann Loch rein. Mhm. Schwer. Haben wir gelernt. Kann er mir nicht noch ein Stück machen? Ich habe Bewegungslegastheniker bin. Das ist besser von hier.
Mann. Nein, jetzt kommt der wieder, der Druck steigt. Bleib draußen, ey. Bleib draußen, ey. Darum. Zum Scheiß aus? Ja. Kühl. Du kannst den mal einmal mit abkühlen. Nein, das ist so in 10 Sekunden, in 2 Minuten kalt. Echt? Ja. Ja, nimm normal, sicher, sicher. Ich hasse neue Sachen, wirklich, Alter. Das geht gar nicht. Bin so richtig eingefahren. Vielleicht ein Rennfahrhandschuh, oder? Fürs als Schanterer-Linker. Finde ich sogar optisch, also unabhängig von deinen Schweißnähten, die sie auch mal hervorragend geworden sind. Guck dir das an, Alter. Und das vor der Pizza gerade, ne? Und vom Heiligen. Ich hätte echt gedacht, der Kasten sieht in Summe schlechter aus. Weißt du, es gibt ja so manche Bilder aus Alu, die einfach nur scheiße aussehen. Aber das Ding sieht ja echt nicht schlecht aus. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir mit unserem geilen neuen Tool hier da irgendwie so ein Loch reinkriegen. Wir haben es mit Absicht erst verschweißt, weil es von der Fläche her so eng am Ende wird. Und es würde hier wegbrennen, ne? Wenn das so wenig Material ist. Genau, das ist jetzt aber halt gleich das Problem. Hier bleibt fast nichts stehen. Mhm. Um genau zu sein, es bleibt eigentlich nichts stehen. Ist das ein Problem? Ja, klar. Aber wir können es nicht anders machen. Nö. Ah, wir können es natürlich. Wir lassen das Ding drin, bohren vorher noch und schmeißen den Kasten fest. Gut, dass du noch bohren darfst. Ich hätte echt gerade schon wieder hier. Achso, ja, das wäre ein Vorteil. Das habe ich auch vergessen. Gut, dass du sagst, Loch bohren. Ja, da zeige ich euch gleich was. Okay, das heißt, hier wird ja gleich was offen bleiben. Das ist dummerweise genau die Kante zum Ladeluftkühler dann. Das heißt, dann kannst du das Rohr, was wir dann hier reinstecken, erstmal immer nur bis dahin. Mhm. Und hier müssen wir dann... Ja, ich verschweißen das Rohr ein Stück von innen oder sowas schon mal. Ne? Das kriegen wir schon. So, jetzt hole ich mal kurz was. Mal wieder. Denk nicht immer so viel nach, mach einfach. Machen! Einfach machen! Als wir das letzte Mal dieses Gerät benutzt haben, gab es ein paar Kommentare. Von wegen, dass man natürlich nicht mit dem Senker ein Loch macht. Ach so. Aber es hat mir tatsächlich einer von euch einfach formlos mit einem kleinen handgeschriebenen Brief dazu. Alter, ein Stufenbohrer. Geschickt. Okay. Geil, ne? Und ich wusste ganz genau, ich packe ihn einfach in meine Bohrerkiste und das nächste Mal, wenn ich. Nee, der ist tatsächlich noch da. Nächstes Mal, wenn wir dieses Loch brauchen, werde ich mich bedanken. Vielen, vielen Dank an den Unbekannten, der mir das geschickt hat. Wenn du das nächste Mal zur ersten Motorshow kommst, geht natürlich. Getränke auf mich! Du brauchst es nicht fragen, oder? Hä? Willst du vorher mal das Ding da auflegen und wollen wir irgendwie anzeichnen? Nö. Nachher ist das sonst wo. Nee, kannst du ja größer bauen. Ja. Achso, du willst es größer machen. Okay, du bist ein Fuchs. Mach ein riesen Loch da rein. Jetzt können wir bis. Wie viel Millimeter? 30. Boah. 30. Jetzt, Problem ist, jetzt haben wir gleich wieder die ganzen Alu-Späne auf dem schönen Schweißtisch. Das wollte ich zur Sekunde umgehen. Hast du einen kleinen Sauger? Kleinen Sauger? Mhm. Ne, nur einen großen Turbo. Wo? Mann! Kamera, ich wollte auch einfach. Also, A ist es ja ziemlich genau die Mitte, die werde ich noch so ganz gut treffen. Denke ich mal. aber ich wollte auch einfach. CNC Kiss, habe ich neulich irgendwo wieder gelesen in den Kommentar. So, pass auf, ich würde das Ding. Jetzt haben wir jetzt natürlich eine Sache, ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Wir ziehen leicht gegen die Schweißnaht gegen. Aber das ist, glaube ich, egal, ne? Das meine ich dir, das eh nicht. Okay. Und ich würde jetzt schon maximal weit nach oben gehen, ne? Jo. Weißt du, weil hier wird ja eh. Hier wird eh Luft stehen am Ende. Boah, das ist schon eine krasse enge Nummer hier, ne? Also ist einfach weg dann, glaube ich, krass. Ja, was soll ich sonst machen? Ja, nee, ist halt so. Also, es bringt ja auch nichts, denn ich muss ja hier auch durchkommen. Also, das Blech ist einfach kurz. Ich hoffe, dass das mit der Schweißnaht geht. Weil ja auf der Innenseite jetzt die Schweißnaht ist. Also, dieses Tool hat mein Leben auf jeden Fall verändert. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das brutal, ne? Durch diese Naht sich einfach so durchbeißt. Alter. Geil, wir jetzt falschen Durchmesser genommen. Nee, da muss ich wirklich sagen. Okay, das war Nummer uno.
Das Spitzenschweißsumme. Ja. Was aber eigentlich ganz geil ist, für uns Faulen. Wir können jetzt den Bogen einfach gleich im Auto und so zurechtschieben, wie wir haben wollen. Und das ziehen wir danach dann einfach runter. Ne? Richtig. Geil. Okay. Ja, dann müssen wir das Ganze jetzt einmal am einmal montieren. So. So, bevor wir den Kasten jetzt natürlich auf dem Ladeluftkühler anpumpen, würde ich den schon mal einmal auf dem Bandschleifer vorbereiten, dass der richtig schön glatt ist. Dann komme ich zu dem Gerät hier. Achtung, wird auf jeden Fall laut. Aber beste Gerät. Ja, hier ist nämlich so eine Granitplatte drunter. Ich hoffe, das ist Granit. Auf jeden Fall denke ich mal irgendein Stein. Und den kann ich gleich einfach nur so lange draufhalten, bis er gerade ist. Bis er plan ist. So, sobald man hier jetzt sieht, dass der überall angeschliffen ist, weiß man auch, dass das richtig schön überall abgetragen ist. Also noch habe ich ein gutes Gefühl. Gibt ja so Sachen, gibt so Sachen, wo man schon eigentlich nach dem ersten Schritt abbrechen sollte, ja, ja, und neu anfangen sollte, aber das... Das wird das erste Mal, was noch fallen wird. Gott sei Dank haben wir die Dinger hier Bescheid. Achso, die haben wir vorhin noch vergessen zu zeigen. Das war noch eine Version des Kastens. So. Alter, das wäre ja nicht Baustelle gewesen, wäre niemals reingepasst. Nein, nein. Ja, das war ja noch anders gedacht und so. Ja, aber guck mal, selbst das ist schon wirklich, ja, also man könnte sagen, wir nutzen hier jeden Millimeter. Jedes Atömchen. Jedes Atömchen. Hier liegen wir innen auch schon an, also woanders kann der Kühler auch wirklich nicht mehr hin. So, pass auf. Was hältst du davon? Wir sind uns ja eigentlich einig, dass wir auf jeden Fall den weiten Bogen nehmen, ne? Ja. Okay, dann kannst du den ja hier eigentlich schon mal einmal angucken. Meinst nicht zum Sägen ist geil, nicht, deshalb haben wir die Weibeln machen. Wie zum Sägen? Ja, bei dem ist er schon ein bisschen kürzer. Ach, so ein Flex. Ja, die haben so schon angefangen. Würde das die Säge nehmen? Die Parkside. Ach, du willst doch hier nur wieder die Parkside bewerben. So eigentlich meine Aufgabe. Geil wäre, ich würde jetzt in kompletter Lidl-Montur stehen. Nein, will ich nicht. Also, das Ganze sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir hätten fast vergessen, da muss natürlich hier auch noch eine Schelle zwischen. Weil nur eine einzige Schelle, das ist ein bisschen zu riskant. Da muss leider auch noch eine hin und die geht auch leider nur genau so. Müssen wir hoffen, dass der Scheinwerfer noch reingeht gleich. Zur Not können wir sie noch ein bisschen nach da schieben, ne? Also wir können hier noch... Hier kommt ja eh das gerade Stück zwischen. Genau. Das heißt, als erstes müssen wir jetzt eigentlich den Winkel treffen, dann die Schelle dagegen und dann hier auffüllen, ne? Aber du siehst ja so schon, dass das kein gerades Stück wird, was ich abschneide. Ja, aber das können wir uns ja noch hindrehen hier. Also ich werde es nicht im Winkel abschneiden. Ich meine jetzt nur, dass wir hier messen können, weißt du? Können wir uns so anzeichnen. Ja, aber du musst es auf jeden Fall... Du musst den Bogen auf jeden Fall weiter mit der Schelle eindrehen. Jetzt bräuchten wir mal einen Stift. Ja. Liegt da vorne auf dem Tisch. So, und jetzt zeichne mal so weit, du kannst zumindest erstmal an. Hier rum, oder was? Ja. Wenn du noch so viel Platz ist, ist der Ladeluftkühler zu klein. Marius war so begeistert von dem Bandschleifer, der würde das jetzt gar nicht flexen, sondern einfach runterschauen. Mach ich glaube ich auch, Alter. Ja, weil Aluflex ist doch das allerletzte, finde ich. Findest du? Nee. Also ich flexe es jetzt, aber ich finde gar nicht. Nee, ich flex das jetzt aber rabiat daneben, dass man seinen Bandschleifer nur schnell glatt zieht. Später. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, du kannst den hier einfach mal angucken. Den Vibrant? Okay. Weil wir wollten ja die Vibrant maximal nach da, genau. Ja. Mit Scheinwerfer alleine. Ja. Ich glaube, Tom, wir machen uns das Leben einfacher, wenn wir da erstmal so tun, als wenn da gar keine Vibrant wäre. Achso, okay. Und das erstmal mit einem geraden Stück Rohr bauen. Und wenn das alles fest ist, dann setzen wir da die Vibrant zwischen. Alter, 7,5. 7,5? Also mach ich 8, damit wir so ein bisschen abschleifen können. Ich mach mal 7,5. Gucken wir, der ist ein bisschen warm. Natürlich. Das mal reinkommen. Sieht ja schon fast saftig aus, ne? Jetzt nur noch ein Atömchen, wo es vielleicht irgendwo ein Spalt ist, also wirklich. Lass mich mal unten bitte an den Kasten und dem Rohr noch einen machen. Achso, hier guckt da raus, auch nicht schlecht. Willst du da auch noch mal einen Strich machen? Hier irgendwo?
Wie viel guckt der noch? Guck mal, ich muss von mir gucken. Das ist nichts so Dramatisches. Ich würde jetzt genau Folgendes machen. Ich würde den jetzt vorsichtig rausnehmen. Hm? Eigentlich so rausnehmen, den Luftkiller anpumpen. Lässt er lieber da punkten gerade. Nee, der ist schon fest da drin. Aber ich bin mir sicher mit dem Bogen, ob wir jetzt gleich so dran vorbeikommen. Ja, ja, klar. Von unten rein. Das sehe ich nicht als Problem. Also sind wir der Sache jetzt auf jeden Fall wieder deutlich näher gekommen schon mal. Und die letzte Verbindung, die hier, die Schelle, die würde ich definitiv immer im Auto punkten, damit die beiden Ringe zueinander parallel sind. Wie das Rohr da drin steht, ist egal, das können wir zur Not wegfächern. Ne? Mhm. Deswegen, also du darfst es von der Theorie, wenn du willst, jetzt genauso. Also nicht die beiden Ringe aneinander, ne? Ach so. Das ist brutal. Da können wir hier vorhin nochmal, darf ich das mal kurz zahlen, ist das sauber hier? Ja. Das Mikrofasertuch? Mal kurz mal. Du, da ist so viel Detail drauf. Bereit? Ja. Kann ich hier nämlich richtig schön. Jetzt bin ich drauf. Ja. Oh, ja. Wenn es alles gut läuft, jetzt das letzte Mal. Keine Sorge, andere Seite noch. Wobei wir schon echt, man muss schon sagen, es geht schon schnell mittlerweile, ne? Ja. Ich überlege, wie oft man sonst so anfängt, aufhört, da ist ja schon. Da kann wenn man also sonst überlegst, alte Limo damals in einer halben Jahr raus. Ja. Brutal. Oh. Alleine wie wir auf dem Zertrackungsreflex haben. Hey, stopp, stopp! Wunder mich hier, wer zieht hier so, Alter? Ja, jetzt müssen wir doch leider noch einmal. So, machen wir nur da gegenüber hinten einmal einen Strich. Wie jetzt? Von der anderen Seite, falls wir ringen gleich wieder. Ach so. Falls wir? Kannst du mit ich. Schon mal ich bin nämlich natürlich nochmal hingeblieben. Nee, ne? Ja, aber er ist ganz dran. Haben wir übrigens beides mal scheiße gebaut. Ich würde sagen, er war nicht ganz dran. Mhm. Und bist du bereit? Hat er auch so Masse? Jo. Also. Mit Absicht das Alu so, dass man es von oben auch lesen kann. Aber ja, einmal müssen wir die Schellen hier rummachen. Wo ist der Azubi? Der Stift, deswegen ja. Der hat noch Urlaub bis zum 10. Dann steht er auch wieder hinter der Kamera. Bis zum 10. Soll ich bestanden bis zum 10. Wenn Azubi. Der Chef nicht mal weiß, wo die seine Mitarbeiter sind. Azubi bei Alus müsste man sagen. Ja, Mann, Alter. Ich sag's dir. Warst du ja früher, ne? Ja. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile Praktikant. Mit Cheyenne kauft es das keiner mehr ab hier. Wo hängen wir jetzt hier? So, so. Mal rein in das Werk, Tim. Gehen wir schon rein, Mann. Fünf Bar. So, für die Laune, wenn ihr jetzt live dabei sein wollt, wenn ihr wie wir einen Scheinwerfer zerflexen. Ja, nee, nee. Dann fahre ich auch. Dann musst du los, ne? Das haben wir ja vorher schon. Alter. Gecheckt. Dass hier alles regelkonform sitzt. Der TÜV soll auch nichts zu meckern haben, ne? Nee. Nachher fallen wir noch durch, weil Lichteinstellung nicht passt. Ne? Wo ist die Schraube hingegangen? Ist die okay. Schon? Hat da schon. Alter. Die Vibrant Lichtunterstützung. Könnte ein bisschen Ärger mit den beim Tausch der Xenon-Brenner geben. Aber bei den Intervallen, wie oft ich das Licht hier anmachen werde. Wenn wir noch Auto waren, wir die Lichts, ne? Männlich. Also folgender Plan. Das ist auch hier alles, ne? Ja. Brutal, ne? Maßarbeit. Jetzt. Schweißen wir das ganze Konstrukt durch, dann den Kasten runter, dann den Kasten von innen schweißen, besser ist das, dann wahrscheinlich nochmal neu planen, dann den Kasten von außen auf den Ladeluftkühler drauf. Dann die Seite bauen und Tim macht jetzt erstmal Feierabend, weil es ist schon wieder spät und morgen kann ich euch dann den Kasten von innen einmal zeigen, wie er in geil aussieht, würde ich vorschlagen. Ja. Weil ich will euch auf jeden Fall in dem Video noch zeigen, wie das Ganze von innen am Ende aussieht. So machen wir das. Weiter geht's. Bis morgen. 12 Uhr mitternachts. Ganz kurzer Punkt noch. Tom hat es von außen schon mal einmal durchgeschweißt. Jetzt sieht von innen schon gar nicht so schlecht aus. Kann ich das hier einmal wegflexen. Und dann ziehst du das hier alles durch.
Das wird ein bisschen tricky. Das wird erst gehen, wenn wir es an den Kasten schweißen, ne, von dem Kühler. Ja, denke ich auch. Also ist kein Problem, ging nicht anders, weil wir wollten es halt hier so, ne? Aber man sieht so schon, dass das vom Flow her wirklich nicht schlecht ist. Das geht schon, ne? Aber auf jeden Fall schweißen von denen, ne? Weil man sieht halt, das ist bei Alu immer die Sache, das sind 3 mm. Das ist ja schon mit ordentlich Saft geschweißt, aber es ist ja trotzdem noch nicht ansatzweise durchgeschweißt. Ich bin jetzt auch kein Profi, ne? Das wollte ich wissen. Ja. Ein Profi hat das schon durchgeschweißt. Echt? Ja, hundertprozentig. Hast du den falschen Stück mehr angeholt. Aber es muss ja danach noch gerade und so weiter sein, ne? Also ja. Es gehen tut alles, aber weiß nicht, das bietet sich jetzt ja wirklich an, dass du mir hier nochmal eine kleine geile Naht reinkleckerst. Ja. So, ne? Also ich schneide das jetzt weg und dann geht's morgen weiter. Dann morgen. So, in letzter Sekunde hier. Jetzt laufe ich schon hoch ins Mediabüro für die letzte Sequenz. Ja, das nenne ich mal einen kurzen Ansaugweg. Von Kühler zur Drosselklappe. Wollte ich einfach nur noch einmal zum Schluss ins Video einblenden, weil zieht euch das rein so von Übergänge. Ich habe in unseren letzten Videos gelernt und habe mit Absicht diese Schweißnaht nicht verschliffen, weil wir hatten in einem Video auf der Flowbench, dass eine harte Kante ist, das Schlimmste, was es gibt. Also dann doch lieber diese leichte Rundung durch die Schweißnaht, die ist, glaube ich, schon wirklich gut. Und jetzt sieht man halt, egal wo es aus dem Netz rauskommt, es muss eigentlich zu 80% muss es in das Loch rein. Und hier drin verschleifen wir halt auch immer alles, dass das auch immer alles schön aussieht. Das kann man schon machen, ne? Ja. So, da auch mal so einmal rein. So, und die kann man jetzt, deswegen wollte ich es mit euch mit Absicht mal zeigen. Das ist jetzt nicht gefettet, deswegen geht das ein bisschen schwergängiger. Aber so viel kann das Ganze daran arbeiten. Und auch rein raus. Geil. Ja, so. Jetzt kommt das an den Kühler dran. Wir machen mal ganz in Ruhe die andere Seite auch noch fertig. Und dann sehen wir uns im nächsten Video mit entweder die unteren Kästen und Druckrohransaugung oder Motorhalter oder. Mal gucken, wir werden sehen. Die Zeit rennt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.